So, neue Folge Battlefield 3. Unsere Gruppe wird immer kleiner. Der Karl hat uns verlassen. Zumindest für diese Aufnahme. Pascal und ITIP sind immer noch da. Das war das Zeichen, wo ihr euch melden sollt. Hallo. Wie ich das zählt. Und ja, wir spielen diesmal einen Rush. Haben wir ja so noch nicht gespielt. In den neueren Folgen. Und wir sind im Angreifer-Team. Ich spiele Medic. Und alle anderen spielen auch Medic. Von unseren Jungs hier. Ach ja, stimmt ja, der ist ja gar nicht hier drin, der Kasten. Fuck it. Ja, macht schön scharf da draußen, ich cover. Ja, mach alle Dampf, Rauch. Ja, Dampf. Dampf könnt ihr auch machen. Teams sind aber fair. Wieso kommt da keiner? Will anscheinend keiner verteidigen. Sagen sich alle, ja, scheiß drauf, ich will das Teil runterspringen. Yeah, Bassdrum. Das geht erstaunlich schnell. Bisschen zu schnell. Wenn die keine Lust haben zu verteidigen. Das feindliche Team ist nirgendwo zu finden. Deshalb hat auch niemand noch keinen jemand Kills. Doch, wir haben schon Kills. Die Feinde haben auch schon Kills. Aus dem feindlichen Kill. Aus den feindlichen Kills, genau. Ich höre auch dauernd irgendwelche Sniper, aber ich sehe sie halt nicht. Das erklärt einiges. Da unten ist einer. Der leckt aber ein bisschen. Alter, wie der leckt. Au. Es will sich einmal kratzen, bleibt stehen und dann zack, ist tot. And I feel as I just got licked. I feel. Interessant. Ich geh mal zu dem hier, der wird mich sicherlich töten. Brems, das ist Min! Oh. Scherz, fahr weiter. Oh. Seine Reaktion testen. Warte, da ist einer gestorben. Bleib stehen. Control the base. Pass auf, da ist hinter euch einer gespawnt. Ja, yep, das war knapp. Ist der weg? Ja, yep, der liegt auf dem Boden. Bleib mal stehen. Nein, jetzt nicht. Jetzt bleib. Stück noch. Jetzt. Wo ist er hin? Irgendwo da war einer. Okay, move up. Wohin? Ich glaube, da geht's nicht lang. Man muss schon eine Straße suchen. Ah, da oben am Dach ist einer. Direkt geradeaus vor dem Ja, Haus. So hoch kann ich aber nicht zielen. Oh. Nee, hier auf dem Haus hier vorne. Hier? Ja, genau. Da war einer. Der ist aber Torhut. Achso. Der ist aber Torhut. Torhut, Torhut. Sagt der Item Torhut. Ich hab ihn getuhutet. Okay, bis hierhin ist clear, kannst durchfahren. Achso, du hast die Karre gar nicht mehr. Ich bin jetzt auch mal weitergerannt. Komm, Heli. Was zur Hölle sind die Gegners? Nur noch 100 Schuss, dann ist der Heli down. Gut, gut. Ja, kampffähig und... Man tötet deinen Tropf du nicht so einfach. Lol, aber mit dem Elsat einfach mal instant. I've got eyes on the enemy personnel. Fahrzeug zerstört, interessant. ITIP sneakt sich ran, er macht einen auf Solid Snake. Nein, ich habe das Spiel leider nie gespielt. Ich habe den ersten Teil auf der PS1 gespielt. Nicht den Kaufgrund für die PS3 gespielt. Hä? Wieso Kaufgrund für die PS3? Ja, es gibt ja einige, die haben sich die PS3 extra für Metal Gear Solid geholt.
Because. So, Exklusivtitel und so. Ich habe den PSP-Teil mal ein bisschen gespielt, aber der war meiner Meinung nach, naja. Vom Gameplay her war er Grütze. Autsch, verdammt. Das war mein erster Tod. Dieses war der erste Streich. Tombstone Squad enlistet, was auch immer das heißt. Tötet ihn! Was ist dieser komische Dr. Tombstone Squad? Keine Ahnung. Da ist einer Pascal, tötet ihn! Ja, genau, da ist einer, tötet ihn! Tötet ihn! Ich spawne 3, 2, 1. Weißt du, da sterbe ich schon so lange nicht und dann direkt dreimal hinterher. Ja, heul rum, so oft wie du gerade eben beim Aufwärmen auf Noscha gestorben bist. Halt die Klappe. Ja, klar. Komm, belebe ich dich mal wieder auf, wenn du Scheiße laberst. Wir hatten gerade den MVP gemacht. Ja, du sicher nicht. Da ist ein anderer drauf, du. Ja, Elsa hat Insta, was? So, ich habe ihn mal überrascht. Ich bin am Punkt vorbeigerannt. Ja, wir haben deren Heli. Legt eigentlich immer ziemlich auf. Au. Nein, schieß nicht auf mich, schieß auf den Heli. Auf den Heli, nicht auf mich. Hey, ich hab jemanden mit der Granate getötet. Was? Combat Area? Schade, ich dachte, das bleibt da hängen. Yeah, ab geht's. Ich möchte aber den Epic Jump machen. Epic Jump auf Epicness. Tiefer, 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 tiefer. Ja, das hat genau gepasst. Ich spring wahrscheinlich wieder auf eine Laterne oder so. Wie immer. Pascal, ich komm nicht holen. Ah, fuck, da ist noch einer. Na, da war wahrscheinlich noch nicht holen. Ja. Ja, war klar. Wie wurde ich da denn bitte aus der Luft geholt? Wäre ich nicht gestorben, wäre ich vom Heli erschlagen worden. Wir jetzt beide wieder oben spawnen, ne? Auf jeden Fall ist das voll epic. Most epic shit ever. Schade, ich wäre gern mit dem Fahrzeug runter. Lululululu. Noch ein Stück. Und Jump! Toll, ich werde gekillt. Wow. Meine Fresse, kannst du mir nicht den Rücken frei halten? Nö. Die haben nicht hinter, die standen noch hinter der komischen Wand. Wollte ich die gar nicht sehen. Oh, Scheiße. Lol, wie schafft ihr das dir schon am Anfang kaputt zu sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht einmal hier beim Runterfliegen angedutscht. Springt! Ey, wartet doch auf mich! Ich hab leider zu früh gedrückt. Tja, lame Pascal, lame. Einfach zu ängstlich. Ja, ich hab direkt am Anfang gedrückt, was zur Hölle. Ma! Was ist das denn? Ich glaube, ich muss gleich mal die Klasse wechseln. Oder beim Item Spawn.
Wie kann ich denn effektiv helfen? Am besten hier runterfallen und dann auf die Leiter draufspringen. Das ist sicherlich die effektivste Möglichkeit. Medic! Nein! Weed! Weed! Get down! Good night! Good night! Nein! Da! Ich bin ganz ruhig. Mr. Jefferson. So, jetzt snipe ich mal. Ja, ich hab's sofort drauf. Ja, stell mich ruhig voll in meinen Weg und schieb mich nur mit dem Wagen hier weg. Und lass mich sterben. Ich animiere dich. Der Fuck! Tod, bitte rette mich nicht nochmal. Und ich werde gerettet. So, habe ich jetzt einen Sniper-Kit. Medifag. Seems legend. Haha, ins Knie. Idiot. Scheiße. Ich kann nicht snipen. So, ich bin jetzt wieder nützlich. Ja, spawn genau. Bei mir, spawn bei mir, spawn bei mir, spawn bei mir. Schütteln. Blocker, überall Blocker. Beep, 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 beep. Ja, schön. Yes. Komm schon, push, push, push. Immerhin einen mitgenommen. Retter, Retter, Retter. Hölle, Hölle, Hölle. Wir haben sowas von gewonnen. Ich bin sowas von tot. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich langlaufe. Ich sehe da gar nichts. Genau. Genau.
Fuck, lag da einer. Muhaha. So, ab geht's. Jeeha. Was zur Hölle? Wenn du zu tief fliegst, werden die getötet. Ich fliege natürlich wunderbar oben drüber. So, wo sitzt du? Rechts, ne? Rechts? Also, nee, nicht, dass ich glaube, dass du auf den Berg fällst, aber da gibt's so eine Random Death Zone. Also früher auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Aber du sitzt rechts, ja? Ja. Ich flieg einfach mal so, wie die Helis in den COD-Missionen immer fliegen. Woher einfach außen rum und dann draufrotzen. Da ist irgendwo ein Heli, der uns angreift. Guck mal. Ja, er ist jetzt links hinter uns. Also ich kann nicht drauf zielen. Ja, ich glaube, der andere hat ihn. Pass auf, flieg hoch, flieg hoch. Könnt ihr Bombe B da oben beschützen oder soll ich noch nicht armen? Frag den iTap. Fliegen wir gut so? Dann bleiben wir so. Also ich hab das Vehicle disabled. Kannst du einfach von dem Heli. Ist scharf. Boah, wie ich den gekillt hab. Ha, wie ich einfach mal auf der Stelle fliege. Nein, hör auf. Ich kann nicht nach unten schießen so. Ich kann jetzt nur noch außerhalb der Karte rumballern. Ja, wo soll ich dann hin? Ja, keine Ahnung. Irgendwo weiter nach rechts oder nach links. Also auf rechts lieber nicht, sondern nach links, ja. Irgendwo hin. Ich geh mal wieder ein bisschen tiefer. Tja, das war's mit etwas tiefer gehen. Ja, souverän gewonnen, würde ich sagen. Noch schön im Heli geholfen, aber... Bla bla bla, Mr. Freeman. Das war's für diese Folge. Bis bald.